Herzlich willkommen, lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 15. bis 21. April 2019. Schön, dass du da bist und wir schauen uns an, wie die Energien in dieser Woche für den Stier in der Allgemeinlegung aussehen. Denk dran, bei der Allgemeinlegung kann das nicht immer für jeden passen. Deshalb, wenn es für dich nicht passt, dann versuch es bitte auch nicht passend zu machen. Wenn es für dich passt und du das in deiner Situation anwenden kannst, darfst du das natürlich nach Herzenslust tun. Wir schauen mal als erstes, wie die Energien von außen sind. Also, was dein Umfeld dir so an Energien entgegenbringt. Was haben wir da? Wir haben den König der Luft. Das ist Wasserenergie. Das ist eine schöne Energie. Ja, Gefühle im Griff. Es ist alles so, ja, dass dein Umfeld weiß, ja, wie die Gefühle anzuwenden sind. Sie sind ausgewogen und fair verteilt. Also, wie gesagt, das kommt von außen. Dann wollen wir natürlich wissen, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche, dein Wunsch, deine Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, das ist erstmal so der Überblick. Und dann wollen wir mit den Karten für die einzelnen Wochentage sehen, was so an den einzelnen Tagen so los ist. Die Karten für die einzelnen Wochentage sind halt, ja, ich sag mal, auf jeden Tag anwendbar, weil es ja eine allgemeine Legung ist und das fließende Energien sind, die für jeden anders wirken. Wenn du diese Legung im Vorfeld gesehen hast und dann, sag ich mal, das an einem anderen Tag ist für dich und du kannst es trotzdem nutzen, kannst du das natürlich verwenden, klar. Wir schauen, welche Energien du mitbringst in diese Woche, was du nach außen zeigst, also was du deinem Umfeld, deiner Umgebung zeigst, lieber Stier. Und wir haben den Wagen. Das ist Krebsenergie, bedeutet, es geht voran, das ist die Erfolgskarte, das ist Bewegung, du treibst die Dinge voran. Ja, du hast sozusagen ja, den Griff am Steuer. So, dann schauen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Da haben wir der Eremit. Der Eremit ist die Jungfraukarte. Auch Erdenergie bedeutet, du suchst nach den Schätzen in dir. Also Möglichkeiten, Talente, die du vielleicht noch nicht hervorgekramt hast, die dir noch nicht bekannt waren. Du probierst dich sozusagen aus. Der Eremit ist ja so ein bisschen zurückgezogen und trägt das Licht durch die Nacht. Aber es ist halt dieses Licht in dir selber, was scheint. Dein Wunsch in dieser Woche ist die 10 der Luft. Das ist die 10 der Schwerter und bedeutet, du möchtest den alten Schmerz hinter dir lassen. Das ist ein voller Zyklus. Du wünschst dir einfach, dass die alten Blessuren endlich heilen oder endlich geheilt sind. Ein sehr schöner Wunsch. Und ja, schauen wir mal, was die Karten sagen. Hoffnung und Ängste, 9 der Erde, 9 der Münzen. Das heißt, irgendwo der Wunsch der Unabhängigkeit, etwas erreicht zu haben, das ist deine Energie, Erdenergie. Natürlich auch irgendwo die Single-Karte, vielleicht ist das der Wunsch nach Single-Dasein. Es kann auch bedeuten, dass du einfach auf das schaust, was du bis jetzt erreicht hast und es fehlt dir nur noch eine Münze zum vollen Zyklus, den 10 der Münzen. Das ist die Hoffnung, dass du ja dieses noch erreichen kannst. Was ist denn gut für dich in dieser Woche? Wir haben der Gehängte. Der Gehängte ist Stagnation, ist Stillstand. Aber das ist ein Zeitraum, in dem du wirklich gucken kannst, wo liegen meine Talente, wo liegen meine Bedürfnisse, wo liegen meine Fähigkeiten, wie kann ich die nutzen? Ja? Und du möchtest ja alte Verletzungen, alte Narben loswerden.
Du fühlst dich unabhängig und frei, das ist schon mal sehr gut. Der Gehängte sagt ja im Moment, ist Stillstand. Aber dieser Stillstand hat einen Grund, eben, dass du deine Talente findest, dass du dir die ganze Sache aus einer Vogelperspektive anschaust, dass du die Perspektive wechselst, vielleicht auch in die Schuhe deines Gegenübers trittst, also dass du wirklich mal überlegst, wie fühlen sich andere mir gegenüber oder derjenige, der dich vielleicht verletzt hat. Ja, all diese Blickwinkel brauchen natürlich ein bisschen Ruhe und Zeit. Dann, was ist nicht gut für dich in dieser Woche? Kraft. Kraft ist ja eine positive Energie. Das ist so die körperliche Kraft, die Energie. Aber ich glaube, es kommt in dieser Woche nicht auf diese körperliche Kraft an, sondern auf die mentale Energie. Also wie du dich innerlich befreien kannst von dem, was dich belastet. Ja, und deswegen solltest du eben nicht zu viel Kraft nach außen verwenden, sondern eher nach innen gehen. Ausgang in dieser Woche ist die 6 der Luft. Das ist die 6 der Schwerter. Es geht in ruhigere Gewässer für dich. Das heißt, es wird sich alles beruhigen, alles besser werden. Es dauert halt ein klein bisschen. Gucken wir mal, was die Wochentage so hergeben. Am Montag haben wir den König der Münzen. Das ist auch Erdenergie. Bedeutet, der König der Münzen hat schon viel erreicht. Er sitzt auf seinem Thron, zählt seine Münzen und ja, fühlt sich da auch sicher und angekommen. Das kann erstmal deine Energie sein, vielleicht im Job. Es kann aber auch ein Vorgesetzter sein, jemand in deiner Umgebung, der diese Sicherheit ausstrahlt, nach der du vielleicht auch strebst. Am Dienstag haben wir die 7 der Stäbe. Das ist Feuerenergie und bedeutet, du stehst für die Dinge, die dir wichtig sind, ein. Das heißt, du hast die Rüstung an. Du weißt, dass die Dinge nicht so leicht zu erreichen sind und vielleicht bist du momentan aufgrund der Verletzungen, die dich also noch begleiten irgendwo, vielleicht fühlst du dich auch noch ein bisschen angreifbar, ein bisschen dünnhäutig. Und mit der Rüstung versuchst du das eben, ja, auszugleichen. Am Mittwoch haben wir die 8 der Stäbe. Die 8 der Stäbe ist Kommunikation, auch zum Beispiel Informationen sammeln, nach außen gehen, vielleicht auch Informationen teilen oder erhalten. Das geht hin und her. Das kann in den normalen Medien sein, das kann auch persönlich sein, verbal, das kann auch mit Brief, das kann durch ja, einfach Zuspruch, ein Telefonat oder vielleicht auch eine Bewerbung, was auch immer sein, sodass du eben nach außen gehst, um Dinge zu verändern. Am Donnerstag haben wir die 6 der Schwerter. Das ist hier der Ausgang auch in dieser Woche. Es geht in ruhigere Gewässer. Also die Dinge beruhigen sich, der Stress ist vorbei. Es wird alles ein bisschen gesetzter, für dich angenehmer. Am Freitag haben wir die 7 der Münzen. Das heißt, du hast im Vorfeld schon Vorarbeit geleistet, hast sozusagen den Samen gesät, wartest darauf, dass deine Bäume Früchte tragen und dass eben diese Früchte reif werden. Das heißt, du kannst auf der einen Seite, wie gesagt, Bewerbungen zum Beispiel geschrieben haben und wartest, dass sich das erfüllt, dass du dann eben Rückmeldungen bekommst und Einladungen, Gespräche. Oder es kann auch sein, dass du Geld angelegt hast und wartest, dass da irgendwelche Auszahlungen, Dividenden oder so erfolgen oder eben andere Projekte, die du angeleiert, in Bewegung gesetzt hast, die aber noch nicht ihre volle Reife erhalten haben. Also du brauchst etwas Geduld. Am Samstag haben wir die Königin der Schwerter. Das kann eine Person sein, ein Luftzeichen. Das wären Waage, Wassermann oder Zwilling. Das ist eine Person sehr sachlich, sehr, ja, auch ja, erfahren, kommunikativ sehr stark, auch sehr direkt und sehr, ja, sagen wir mal, eine spitze Zunge, die auch gerne sagt, was sie denkt und das dann auch durchzieht und da auch keine Gefangenen macht. Das kann auch deine Energie sein, aber wobei ich denke, das ist jemand, der irgendwo da ist in deinem Umfeld. Ausgang oder Sonntag ist halt die 2 der Stäbe. Du stehst vor einer Entscheidung, die beide okay sind, wo du aber noch nicht weißt, in welche Richtung du möchtest. Schauen wir uns das Ganze mit dem 3. Kartendeck an und schauen wir noch ein paar Details, die uns da noch vielleicht fehlen, um uns ein besseres Bild machen zu können. Der Eremit, das ist deine Energie.
bisschen Rückzug, ein bisschen, ne? Obwohl du ja die Dinge vorantreibst mit dem Wagen. Hier haben wir nochmal die 6 der Schwerter, das heißt, es geht tatsächlich in ruhigere Gewässer. Wir haben die 6 der Kelche, das ist Nostalgie, Vergangenheit, vielleicht auch Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheit hinter sich lassen, ne? Mit den 6 der Schwertern. Und ich denke, dass du da auf einem guten Weg bist. Vielleicht sind ein paar Gedankengänge noch nötig, aber das wird auf jeden Fall klappen. Das haben wir hier mehrfach in der Legung. Dann haben wir die 10 der Schwerter als Wunsch, Königin der Kelche, verletzte Gefühle und die 4 der Schwerter. Das heißt, deine Gefühle brauchen ein bisschen Ruhe, ein bisschen, naja, ein bisschen Streicheleinheiten im Sinne von, ich tue mir selbst was Gutes, ich gönne mir die Ruhe zu heilen, ja, und kümmere mich sozusagen auch um mich selbst. Sehr schön. 9 der Erde, die Single-Karte oder die Unabhängigkeit, Fokussierung mit dem Page der Stäbe, das ist natürlich auch eine junge kreative Idee oder ein Fokussieren auf eine Sache, die du vorantreiben möchtest. Auch da haben wir den Gehängten, das geht momentan nicht so schnell voran, wie du das vielleicht hättest, aber es geht halt auch darum, eben die Dinge aus allen Perspektiven zu betrachten. Dann haben wir gut für dich, ist halt der Gehängte. Und da haben wir das Ass der Münzen. Das bedeutet, du hast die Chance auf einen Neubeginn, wenn du diese Stagnation langsam, aber gewissenhaft überwindest. Page der Münzen ist eine Chance. Das heißt, aus der Stagnation hast du die Chance, etwas, ja, einen Neustart zu erlangen. Wie auch immer das geartet sein kann, du brauchst selber gar nicht viel dafür zu tun. Ja, vielleicht hast du zum Beispiel ein paar Bilder gemalt, die du im, ja, irgendwo hingehängt hast und jemand begeistert sich plötzlich für deine Bilder. Und dann heißt es, wollen sie nicht für uns das und das malen, zum Beispiel. Ja, das wäre sowas, wo du gar nicht viel selber dazu beigetragen hast, sondern das hat sich einfach so ergeben. So, jetzt ist es ja so, die Kraft ist nicht gut für dich im Sinne von, wenn du körperliche Kraft anwendest, muss das, also ist in dieser Woche nicht gut, solltest du dich nicht überanstrengen. Wir haben die 5 der Schwerter und wir haben die 5 der Stäbe. Für mich bedeutet das, dass du keinerlei Kraft für irgendwelche Auseinandersetzungen, Konflikte aufwenden solltest. Für mich heißt das, halte dich da raus. Der Eremit und der Gehängte sagen, halt dich raus. Halt dich komplett aus irgendwelchen Diskussionen, aus Gerede, aus solchen Sachen. Halte dich einfach raus. 6 der Schwerter, 3 der Schwerter und Ritter der Kelche. So, was ich sehe ist, dass du den Schmerz noch mit dir herumträgst. Du gehst in ruhigere Gewässer, du bist noch nicht geheilt. Du bekommst möglicherweise ein liebevolles Angebot, der Schmerz ist aber noch nicht vorbei und du kannst vielleicht dieses Angebot aufgrund deiner Gefühlslage gar nicht annehmen. Aber du kannst ja liebevoll und nett sagen, wie es dir geht, also dass du momentan noch nicht so bereit bist, dass du noch Zeit brauchst und denjenigen nicht vom Kopf stoßen willst. Aber es kann auch ein Angebot beruflicher Basis sein, dass du eben vorankommst, wie ich sagte, mit den Bildern, was jetzt ein Beispiel war. Dass du dich darum kümmerst, um deinen Schmerz zu überwinden. Wir haben den König der Münzen, wir haben die Kommunikation, die wir hier auch schon haben, und wir haben die 10 der Münzen. Das bedeutet für mich, dass jemand auf dich zukommt und dir ein tolles Angebot macht durch Kommunikation und dafür wappnest du dich. 5 der Münzen bedeutet Rückzug und 2 der Schwerter bedeutet Unentschlossenheit. Es kann sein, dass du aufgrund deiner Gemütslage momentan einfach lieber alleine bist. Das ist ja auch nicht schlimm, das haben wir alle mal. Und die 2 der Schwerter bedeutet, soll ich nicht? In diesem Fall würde ich dir erraten, ja, versuch's. Ne? Hier haben wir die Kommunikation. Du kannst ja mit den Leuten sprechen, die um dich rum sind oder die dir helfen, die dir zur Seite stehen, auf die du dich verlassen kannst, ob du dieses Angebot annehmen sollst oder nicht. Wir haben die Königin der Münzen. Wir hatten ja hier auch den König der Münzen, hier haben wir die Königin der Münzen. Und die Veränderung, ja, vielleicht hast du ein bisschen Angst vor der Veränderung, die das mit sich führt, wenn du plötzlich Erfolg hast, wenn du plötzlich ein tolles Angebot bekommst. Nichtsdestotrotz hast du dann hier am Donnerstag die 6 der Schwerter. Aber du bist in deinem Gedankenhamsterrad wieder gefangen.
Das lässt dich im Kreis drehen. Deswegen ist es gut, wenn du dich ein klein wenig zurückziehst mit den 5 der Münzen, weil du nicht so klar denken kannst. Aber die Sonne geht für dich auf. Das heißt, auch da kommst du raus, ja, und dann geht es für dich weiter. Du hast Dinge angeleiert, angeschmissen, wie auch immer. Die Sonne scheint dir. Du musst eine Entscheidung treffen mit der Königin der Schwerter auf Zusammenarbeit. Das heißt, du hast ein paar Leute um dich herum, die sich auch Sorgen um dich machen, die dir auch helfen möchten. Nimm diese Hilfe bitte an. Es ist gut gemeint, es ist liebevoll gemeint. Und die Sonne kommt daher, dass dir auch viel Liebe und Vitalkräfte entgegenschlagen. Du hast mit dem Wagen eine tolle Energie voranzukommen. Königin der Schwerter, Hierophant und Gerechtigkeit. Ja, es soll dir Gerechtigkeit widerfahren, indem du dein Selbstwertgefühl und dich selbst wieder ein bisschen aufrichtest. Und das ist fair, wenn man dir das Selbstbewusstsein wiedergibt, was man dir vorher genommen hat. Wir haben die 2 der Stäbe, wir haben den Stern und wir haben den König der Stäbe. Das könnte eine Feuerenergie sein, die dir hilft, eben aus einem Tief zu kommen oder die Entscheidung zu treffen. Ja? Und ich denke, dass du einen guten Berater hast, der dir sagt, was du machen kannst, um zu heilen, um dann wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Der Stern heißt ja auch Heilung und nach den Sternen greifen. Und das könnte man ja auch als Sterne sehen. Das ist eine Möglichkeit, die du ruhig ergreifen sollst. Und ich habe hier von den Meerjungfrauen und Delfinen Alchemie. Du hast gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, was du beginnst, wird zu Gold. Also lass dir das nicht entgehen. Ja? Versuche eben das, den Moment, wo du da ein gutes Händchen hast für Geschäfte, für Dinge. Versuch das auszunutzen, auch wenn du den Schmerz mit dir herumträgst. Aber du kannst das auf jeden Fall zu deinem Gunsten ja, nutzen. Tu es auch. Und wir haben hier von den Weisheitskarten der Seele die Nummer 44, Stärke. Du hast die Stärke, Dinge umzusetzen, Dinge für dich zu entscheiden. Ich lese dir vor, was dahinter steht, Stärke. Deine wahre Stärke stammt nicht allein aus dir selbst, sondern aus dem festen Vertrauen in eine höhere Macht. Du verfügst jetzt über eine Kraft, mit der du auch die gewaltigsten Aufgaben meistern kannst. Verbinde dich mit der Energie des Universums und habe Teil an ihrem Fluss. Diese Karte sagt dir auch, dass deine Lebensanschauung jetzt auf die Probe gestellt ist, um zu reifen, und dass deine Beziehungen dabei sind, sich zu vertiefen. Was auch geschehen mag, nichts kann dich von deinem Entwicklungsweg abbringen. Dein Potenzial, dich zu binden, tritt klarer zutage und du bist in der Lage, die kreative Energie, die dir jetzt gegeben ist, auch zu nutzen. Tauche mutig ein in den Prozess der Selbstwerdung, denn es liegt Magie in der Suche nach der eigenen Form. Wenn du dir bewusst bleibst, woraus wahre Stärke erwächst, nämlich aus der Verbindung des eigenen Bestrebens mit dem Vertrauen in eine höhere Macht, die durch dich wirkt, ist alles möglich. Dir kann jetzt alles gelingen. Na, wenn das mal kein tolles Versprechen ist. Das geht voran, du hast Chancen, du hast Möglichkeiten. In der Ruhe liegt die Kraft, gut überlegt. Aus der Stagnation erwächst eine Chance, die du gar nicht selber so gesehen hast. Es gibt einen Konflikt oder mehrere Konflikte, was deine Stärke betrifft. Ich glaube, es geht einfach darum, dich nicht irgendwo reinzuhängen, wo du gar nicht hingehörst. Also in Konflikte, wo du vielleicht schützend für jemanden einspringen möchtest, aber was gar nicht dein Kampf ist. Deswegen vergeude deine Kraft nicht. Ja? Du trägst den Schmerz auch weiterhin mit dir rum, auch wenn es in ruhigere Gewässer geht. Das lässt sich ja auch nicht so leicht ja, einfach wegbeamen sozusagen. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeiten, die sich dir bieten aufgrund der Kommunikation. Du ziehst dich dann zurück, um die Entscheidung zu treffen. Du bist gewappnet und bist unentschlossen. Wir haben Kommunikation mit Menschen, die dich unterstützen, die die Veränderung für dich befürworten und die dir helfen, diese Veränderung zu vollziehen. Wir haben die Sonne hier und zwar im Sinne von, du gehst in ruhigere Gewässer, bist zwar ein bisschen verwirrt, aber es geht dir gut, ja. Dadurch, dass du Unterstützung hast und sich die Änderung eben
hervorrufen lässt. Die sieben der Münzen, klare Entscheidung, Richtung, wir arbeiten zusammen. Also lass dir bitte helfen. Wir haben die Königin der Schwerter, klare Entscheidung, auch dein Selbstwertgefühl sollte aufgebaut werden. Das ist Gerechtigkeit, ja. Und hier haben wir die zwei der Stäbe, dass du nicht weißt genau, in welche Richtung es tendieren soll. Die Heilung, der Griff nach den Sternen und ich glaube jemanden, der dich gut berät. Also mein lieber Stier, das sind lauter positive Dinge, die dir widerfahren, auch wenn du es durch ja, die Verletzung, den Schmerz irgendwie nicht so wirklich wahrnimmst. Aber sei dir bewusst, du bist nicht alleine, dir wird geholfen, du hast Menschen um dich herum, die dich lieben, die dich unterstützen und die nur das Beste für dich wollen. Und du solltest auf diese Menschen auf jeden Fall hören. Du solltest dich ruhig ein bisschen leiten lassen. Das kann dir nicht schaden, ist nur zu deinem Besten. Und nachher kannst du dann deine Dankbarkeit immer noch zeigen, wenn es dir besser geht. Ja, mein lieber Stier, ich hoffe, das war hilfreich für dich. Wenn ja, würde ich mir ein Däumchen hoch wünschen. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, inwieweit das für dich dann zutreffend ist, hilfreich ist natürlich. Da bin ich immer sehr gespannt. Ich freue mich drauf und wünsche dir nur das Allerbeste. Und dann sage ich bis bald. Tschüss.